Hey Leute, willkommen zurück zu Klonoa Fantasy Reverie Series, hier in Part 4 von Door to Phantomile. Vision 4.1, die Abkürzung. Unser Grandpa ist in Gefahr und wir müssen so schnell wie möglich wieder nach Hause, um zu gucken, was mit dem Mondamulett ist, weil Joker hat das darauf abgesehen. Und die Ruinen des Windreichs, ein Dorf in Gefahr. Müssen wir mal schauen. Die letzten paar Level sind ja nicht so gut gelaufen, was die 150 Kristalle angeht. Ich hoffe, dass das hier anders läuft. Auch wenn Granny gesagt hat, so, oh, Achtung, die Abkürzung, ziemlich gefährlich, das Ganze. Hoffe ich einfach mal, dass das nur so dahergesagt war. Wir haben ja auch im letzten Part gegen einen Boss gekämpft, der den Gegnern hier ja sehr ähnlich sieht. Aua. Wir müssen auch mal gucken. Weil da oben ist ein... da kommen wir aber noch nicht hin. Oh, der springt immer direkt auf mich zu. Wow, okay. Wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube nämlich, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern nur, um an den Bewohner da oben zu kommen. So. Das kriegen wir einfach so hin. Das kriegen wir so hin. Oh, jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, wenn hier so viele Türen sind. Dann kann das schon ganz gut sein, dass das hier der richtige Weg ist. Ich gehe noch mal kurz schauen. Die Zeit nehmen wir uns. Gucke ich mal hier unten. Wenn das nach richtigem Weg aussieht, dann bin ich hier wieder raus. Scheiße. Gut, und ich habe die 150 schon verkackt, tatsächlich. Weil ich die zwei da unten eingesammelt habe. So. Über die hätte ich drüber springen müssen, aber das kann ich ja nicht wissen, dass das da jetzt kommt, außer ich habe das Spiel auswendig gelernt, was ich nicht habe. Ich habe das Spiel zwar häufig gespielt, aber ich glaube, ab letztem Part weiß ich nicht mehr so extrem viel. Ja, also ab hier ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen blind. Ich kann mich noch an die letzten Level ein bisschen gut erinnern und die vorletzte Welt. Aber... so dieses Level, diese Abkürzung hier... keine Erinnerung dran. Das war auch mega eine Überraschung, als Granny gesagt hat, so, ja, nimmt die Abkürzung. Ich so, Abkürzungslevel? Da kann ich mich nicht so dran erinnern. So, hier drüben ist wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Doch, anscheinend. Gut, dann wird das da drüben Bonus sein. Wenn überhaupt. Ja, man kann auf jeden Fall rein. Ah, okay, das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen challenging gedacht. Ja, instant hingekriegt natürlich. God Gamer. Na, bin nur relativ okay in Plattformen. Auch wenn das in den letzten drei Parts nicht so aussah. Ich habe ganz schön viele Fehler gemacht und bin ganz schön... ich wollte eigentlich den Checkpoint mitnehmen. Und habe auch ganz schön viele Tode kassiert. Aber so im Großen und Ganzen würde ich mich ganz gut einschätzen in Plattformen. So. Also wie gesagt, die 150 Edelsteine kriegen wir hier nicht. Aber die 6 Bewohner kriegen wir auf jeden Fall. So. Und zack. Perfekt. Die kann man auch nur grabben, wenn sie gerade nicht ihre Schale drin haben. Und die Schale machen sie auch nur nicht, wenn sie geschossen haben. Ich weiß halt nicht, ob das da oben... aua. Upsa. Ob das in Richtung richtiger Weg geht hier oben oder ob das ein Bonus ist. Aua. Weg. Ich möchte euch weghaben. Eigentlich. Machen wir das einfach mal so. Oh, ein extra Leben. Okay. Das nehme ich natürlich immer gerne. Okay, da komme ich durch. Kann ich den Mu mitnehmen? Das wäre schon cool. Ist ja egal, welchen ich mitnehme. Ob es jetzt der fliegende ist oder der normale. Ich muss da eben mit einem Doppelsprung rüber. Geister! Aua! Ich sehe nichts. Kann man die... okay, die sind weg. Die haben wohl verschiedene Gebiete, in denen sie agieren. Kann ich den... okay. Den kann ich nur... graben, wenn er gerade seine Attacke macht. Ich habe nur noch einen Hit. Ungerne würde ich sterben. Springe ich oben drüber oder unten drunter? Oben drüber.
Zack. So, und das ist natürlich easy. Mit einem Doppelsprung. Ein Herz wäre ganz cool, irgendwo. So, der Gute, der springt und ist weg. Gut, ich nehme mir mal einen Mu mit. Vielleicht brauche ich den irgendwo. Gegen die Geister. Okay, die Geister kann ich tatsächlich damit kaputt machen. Ich kann die auch greifen. Cool. Oh, perfekt. Volle Heilung. Da wurde ich rangekriegt. Not gonna lie. Das hat mich fast umgebracht. Das hat mich sehr erschreckt gerade. Macht eine Attacke. Kann man zwischenreihen, eigentlich. Ich wurde aber gerade getroffen. Gut, der Mu. Also, wir wissen, diese Dinger gefährlich fallen. Aua, fuck. Der im Hintergrund schießt auch noch. Ausweichen. Mu, Doppelsprung, so. Ach, Gott. Ich hasse das, wenn die respawnen und direkt auf dich springen. So, da oben geht's zum Extra-Leben. Und der Mu auch runter, perfekt. Dann nehme ich mir den gleich mal mit, das Extra-Leben natürlich auch. So. Und das Herz, sehr schön. Macht auch direkt ein Herz und nicht nur ein halbes. So, die Dinger... Ich trau denen irgendwie nicht, keine Ahnung. Mach was. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen von denen so gefangen, dass ich nicht verletzt wurde. So, hier mal schneller durchlaufen. Nein! Nein! Scheiße, okay. Gut, also hier haben wir auf jeden Fall die 150 nicht voll. So viel steht fest. Die hätte man nämlich auf jeden Fall noch einsammeln können. Wenn man nicht zweimal von diesem Teil getroffen wird. So. Oh, das war sehr knapp gerade. Zack. Fehlt nur noch ein Bewohner. Nein, da kann ich nicht hin. Ah, ich hab's geschafft. Ich habe ihn gekriegt, ohne verletzt zu werden. Welch ein Achievement. Ah, guck mal. Oh, das ist doch so. Letzter Bewohner ist befreit. Damit habe ich meinen Soll erfüllt. Kann ich hoch? Ich weiß es nicht. Ich leg's mal nicht drauf an. So, Vision 4.1 beendet. Gut, das war schwach. Meine Leistung hier war schwach. Aber ich glaube, damit ist dieses Gebiet da unten auch abgehakt. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier nur ein Level. 129 von 150, ja, richtig scheiße. Nevermind, anscheinend gibt es ein zweites Level. Ich lüge wie gedruckt. So, machen wir das auch gleich. Vision 4.2. Also das Level gerade eben fand ich ziemlich, ziemlich nice. Das ist im Vergleich zu diesem Baumlevel aus dem letzten Part schon sehr cool. Ich habe jetzt gar nicht den Level-Titel gelesen. So. Oh, fuck. Geh mal durch. Jetzt sind wir mal getroffen worden. Zum Glück kriegt man am Ende jedes Levels nochmal Health zurück. Oh. Sehr schön. Zum Glück habe ich das noch gesehen. War aber nichts Wichtiges. Kann man also gerne mal übersehen. Komm mal. Ich will das extra Leben. Sehr schön. Also man kann nicht stromaufwärts, man kann nur seine Ding anhalten. Sein Momentum. So. Nein. Und dann ist man super langsam. Scheiße. Okay. Das mit dem Wasser habe ich noch nicht ganz raus, wie das gescheit funktioniert. So. Aber wir haben, glaube ich, nichts übersehen bis jetzt. So, Checkpoint. Scheiße. Schon wieder der Feuertyp. Okay, das hat gut funktioniert. Ich möchte da rein. Ich glaube aber nicht, dass das so einfach funktioniert. So, ich brauche die Geister hier, um da runterzukommen. So, und jetzt kriege ich den Bewohner hier. Sehr schön. Oh, guck mal, das gehört sogar zum Ding. Das gehört sogar zum... Wie heißt es nochmal? Ich
hab vergessen, wie dieses Gebiet hieß. Kur? Nee. Eimer? Scheiße. Oh, der ist einfach zerschellt. Ich glaube, ich war nicht nah genug dran. No? No? So. Sehr schön. Damit sollte... Genau, ja. Könnt ihr mich in der Cutscene treffen? Das wäre schlecht. So, jetzt mal... Ich habe nicht mehr so viele Hitpoints. Was ist das denn jetzt? Ich bin hier mega eingekesselt. Habe ich nicht im ersten Part gesagt, das Spiel ist einfach? Schon tricky. Einige Stellen. So, da oben sind Dinger. Würden wir natürlich gerne mitnehmen. Dann ein fliegender Mut-Doppelsprung. Oh, jetzt die Frage, geht's hier weiter oder ist es Bonus? Da unten ist ja auch eine Tür. Da unten ist auch Bonus. Okay, scheinbar, als würde es da weitergehen. Und hier unten geht's nach unten? Maybe. Da komme ich dann runtergefallen. Okay, dann ist da oben Bonus. Das ist gut zu wissen. Das ist schon mal schön. Bin ja auch gut gekennzeichnet, so. Okay, jetzt nicht vorbei. Jetzt. So. Gut, dann der Mut-Doppelsprung. Sehr schön. Und da können wir dann wahrscheinlich einfach runterfallen. Oh, hier ist sogar ein Bewohner. Und ein Leben. Sehr schön. Das zählt auch als der letzte Bewohner. Das heißt, das ist wohl ein versteckter. Oder halb versteckt, so ein bisschen. Liegen wir nun. Und den Doppelsprung. Und das Leben. Ja, also Leben kriegt man auf jeden Fall genug. So viel steht fest, wenn man nicht komplett abscheißt in jedem... Ja, aber was war denn da? Da unten war aber auf jeden Fall noch was. Ich geh nochmal kurz runter. Ich guck mir das nochmal an. Boah. Ach, hier ist ein Stein. Guck mal da. Kann man recht einfach übersehen, tatsächlich. Da spawnt kein Moon. Dann nehme ich mit dem hier. Okay. Zack. Was sind die wichtigen? So, ich glaube, ich habe nichts übersehen bisher. Okay, ich wollte gerade sagen, wie komme ich da jetzt ohne Gegner hoch? So. Ah, der Doppelsprung ist so schön. Fühlt sich richtig gut an. So, ich bin Mo. Ah, okay, da komme ich nicht so hoch. Da muss ich dann von der anderen Kante einen Geist nehmen zum Doppelsprung. Und dann flattern und dann Doppelsprung. Das wird auch Bonus sein, denke ich mal. Yep, das ist definitiv Bonus. Ah, und jetzt wollen sie es so, wie ich es eigentlich vorhatte. So, fehlt noch einer. Gut, wir kommen aber recht gut durchs Level tatsächlich. Bisher. Aua. Sagte er und wurde getroffen. Die Dinger fallen, glaube ich, so wie sie aussehen. Gut. So. Oh! Verdammt. Okay, da wollte ich ein bisschen zu viel. Das habe ich nicht ganz hingekriegt, so wie ich das wollte, tatsächlich. Aber die Dinger bleiben ja erstmal bestehen. Das heißt, wir haben den, wir haben das, was da war, eingesammelt auf jeden Fall. So. Und hier geht's dann weiter. Wir sollten auch gleich wieder im Dorf sein, glaube ich. Sieht auch schon sehr danach aus. Ah, guck mal, da ist Opa. Grandpa. Grandpa! Oh, er ist in Sicherheit. Waren wir wohl doch vor Joker da. Hm, oder auch nicht. Was ist das denn für ein Mu mit der Brille da hinten?
So, was haben die vor? Wollen die in mein Haus krachen oder wie auch immer? Ich meine, es sind schon mehrere Sachen abgestürzt in diesem Spiel. Ah, okay, das sieht eher nach Laser aus. Ah, der wird ziemlich geblastet, muss ich sagen. Schon nur auch richtig angepisst gerade. Nun, sieht aus, als wäre dir etwas zu spät für die Party. Zu schade, zu schade. Joker! Nun, was habe ich denn da? Ist das nicht das Mondamulett? Das ist ja sehr interessant. Gib es uns zurück! Mission jedenfalls erfolgreich abgeschlossen. Jetzt muss ich euch nur noch loswerden. Und mit Bomben? Uiuiui. Ah, da wird die Hängebrücke wirklich zur Hängebrücke. Also, Fliegtrara, ich verabschiede mich mit herzlichem Lebewohl. Dich kriege ich noch. Oh, und der schmeißt uns nochmal einen Boss hinterher. Gar nicht darauf geachtet, ob wir alle Edelsteine hatten in dem Level. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. So, ja, dieser Boss. Ah, wie heißt er noch? Palladium. Ah, shit, jetzt habe ich keinen von den Moves mitgenommen. So. Jupp, Missiles. Und hier muss man wirklich diese farbigen Punkte treffen. Man kann auch diese Dinger wegmachen. Gibt ein Herz dafür, für die pinken. Und die anderen sind einfach nur da. Come on, Bro. Bomben. Die Schwierigkeit hier ist halt legitim, einfach um Mu mitzunehmen. Ja, mies, okay. So schwer ist er nicht. Man muss nur wissen, was man tut. So ein bisschen ausweichen. Man braucht ein bisschen 3D-Vorstellungsvermögen. Jo. Ich wollte gerade sagen, Alter, Mu mitnehmen ist schon der schwerste Teil hier. Kann ich die... Aua. Aua. Okay, aber er ist tot. Ich wollte gerade sagen, die haben jetzt ganz schön viel Schaden in den letzten 2 Sekunden gemacht. Gut. Klonoa ist zwar schön, dass du den Boss besiegt hast, aber das ist, glaube ich, kein Grund zu feiern. Dein Opa ist immer noch ziemlich... dead? Grandpa, ich bin hier. Klonoa, es tut mir leid. Aber noch eine Pfeife rauchen. Das Amulett wurde gestohlen. Schon dich. Er löst sich auch irgendwie auf, ne? Ich werde sterben. Nein. Habt ihr Granny gesehen? Gut, du bist ein tapferer junger Mann. Klonoa, scheint, als würde das Schicksal seinen Lauf nehmen. Wir haben nur wenig Zeit miteinander verbracht, aber es war wunderbar. Mein wunderbares Kind des Windes. Grandpa! Nein, Grandpa! Hol dir das Amulett zurück.
Das ist dein... Dein Schicksal. Grandpa. Ja, und ab diesem Punkt merkt man so ein bisschen so, hey, vielleicht ist nicht alles so super, super, duper happy die ganze Zeit. Aber wie? Das ist... Haben wir das nicht in Krug? Ah, das war's. Krug. Scheißdreck. Was habe ich gesagt? Irgendwie... Becher oder so ein Shit? König Seedolf und Granny haben mir alles erzählt. Schnell auf meinen Rücken! Woher wissen die denn, dass wir jetzt zum Mondkönigreich wollen? Okay, ja, okay, Granny weiß, dass wir zum Mondkönigreich wollen, aber ich glaube Seedolf... legitim nicht. Oh, okay. Los geht's! Ah, ich glaube, jetzt kommen wir zum Sonnentempel, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Wir fliegen zum Sonnentempel. Oh ja, dachte ich mir schon. Der Sonnentempel. Ich meine, Gardius muss ja auch dahin, weil er ja das Mondamulett jetzt hat. Das muss er ja da benutzen, um zum Mondkönigreich zu kommen. Macht schon Sinn, macht schon Sinn. Und wir machen uns natürlich auf den Weg, um ihm das zu erschweren. So, gucken wir mal. Haben wir alle Edelsteine? Ja, maybe. Ja, haben wir. Perfekt, okay. Vision 5.1 wäre das nächste. Das machen wir dann im nächsten Part, hätte ich gesagt. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen und abonnieren, um den nächsten Part nicht zu verpassen. So, perfekt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Also, bis dann und ciao.